Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und zwar den Neuzugängen aus dem November. Ja, wir haben tatsächlich schon Anfang Dezember und schauen uns gemeinsam meine 19 Neuzugänge an. Juhu, ich bin unter 20 geblieben und ja, freue mich da doch ein bisschen. Ja, es ist natürlich wieder im zweistelligen Bereich und ja, ich habe definitiv nicht so viel im November gelesen, wie bei mir eingezogen ist. Ich glaube, ich habe 11 oder 12 Bücher gelesen, war also definitiv drunter, habe Sub ein wenig aufgebaut, aber ja, das passiert eben durchaus manchmal auch. Aber ja, quatschen wir vielleicht gar nicht so lange rum, ne, bei 19 Büchern. Es sind 7 Printbücher bei mir eingezogen, 9 E-Books und 3 Hörbücher. Finde ich eine wunderbare Mischung. Ich finde es immer schön, wenn die digitalen Bücher zumindest die Hälfte ergeben. In dem Fall sind sie jetzt sogar ein bisschen mehr. Und ja, das ist mir insofern wichtig, einfach, dass nicht zu viele Bücher, die dann keine Highlights sind, im Grunde bei mir einziehen. Und ja, es sind keine Bücher eingezogen, die irgendwie nachgekauft waren. Das heißt, alle sind auch genauso auf dem Sub gelandet, beziehungsweise mittlerweile auch schon gelesen. Und ja, ich denke, wir starten direkt mit dem ersten Buch, und zwar Die Katze des Dalai Lama und die 4 Geheimnisse des Glücks von David Michie. Das ist im Grunde der inoffizielle 4. Band der Katze des Dalai Lama Reihe. Kann man unabhängig von den anderen 3 lesen und ja, war für mich einfach eine Pflichtlektüre, weil ich die Bücher von David Michie sehr, sehr gerne lese. Ich mag die Reihe um die Katze des Dalai Lama, ich mag seine Ideen, Gedanken zur buddhistischen Philosophie und auch hier begleiten wir eben wieder ja, unsere wunderschöne Katze des Dalai Lama innerhalb des Palastes des Dalai Lama und ja, begegnen wieder anderen Menschen, prominenten Gesprächen und hören, lauschen auch Gedanken, die der Dalai Lama im Grunde mit seinen Angestellten und ja, Unterstützern im Grunde führt. Ich mag diese Bücher unglaublich gerne, ich mag die Reihe gerne. Da ist immer ganz viel Wärme für mich drin. Ich mag diese philosophischen Ansätze und ja, wenn auch gerade meine Katzen hier rumfauchen. Ja, die Katze des Dalai Lama ist definitiv ein bisschen freundlicher, als gerade meine Frau Flumi hier ist. Ja, da wird der Kopf geschüttelt. Ja, also kann ich absolut empfehlen. Auch der 4. Band war richtig, richtig schön und sind definitiv Bücher, die bei mir einen ganz, ganz großen Ehrenplatz haben. Dann ist eingezogen Wintermeer und Dünenzauber von Tanja Jans, ein Winter-Weihnachtsbuch, das mich angesprochen hat, weil wir hier in St. Peter-Ording sind und wir hier eben eine junge Frau treffen, deren, ich glaube, Laden gegenüber der Inhaber, ich weiß gar nicht mehr, hatte der eine Buchhandlung, ich glaube, und der möchte eben den Zauber, die Liebe des Meeres einfangen und ja, möchte da ihre Unterstützung und ich fand, das klang so, so schön und war für mich einfach so, ja, winterlich, weihnachtlich und ja, ist auch aktuell in dieser Woche jetzt, bin ich da am Lesen und da könnt ihr euch dann in der nächsten Bücherwoche drüber freuen oder eigentlich ja dann in der übernächsten, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ebenfalls als E-Book eingezogen ist Barry, wie ich eine Hündin rettete und sie mich von Sean Ludlow. Hier haben wir einen Soldaten, ich glaube es war ein US-amerikanischer Soldat, der eben ja, diesen Hund findet und beide sich irgendwie retten. Und ich mag Tiergeschichten unglaublich gerne. Ich mag es, wenn man merkt, dass diese Freundschaften, die da entstehen, eben viel, viel tiefer gehen, als man vielleicht vorab dachte. Und ich fand das hier eben ganz spannend, weil wir eben auch in einem Kriegsgebiet, soweit ich bin, sind und da eben auch so ein bisschen wahrscheinlich den Alltag miterleben, da einen Einblick gewinnen und ja, und so wahrscheinlich auch einfach nochmal verdeutlicht wird, dass eben für uns ja Krieg einfach nur bedeutet, wir sehen es in den Nachrichten, es ja aber Menschen gibt, die tatsächlich so mittendrin stecken und ja, ich es dann einfach schön finde, wenn da eben jemand doch noch sein Tierherz sozusagen beibehält und ja, da im Grunde in einem Hund ja, eine Liebe findet und eine Freundschaft findet und ja, das finde ich tatsächlich richtig schön und auf dieses Buch freue ich mich. Dann ist der 3. Band der Love-Reihe von Ivy Andrews bei mir eingezogen, A Single Touch, ist glaube ich auch entweder Ende Oktober
oder Anfang November erschienen. Und ich fand den ersten Teil richtig, richtig toll. Band 2 war schon so ein bisschen, naja, weil es eben die Geschichte komplett wiederholt hat. Und die Befürchtung hatte ich jetzt im dritten Teil auch. Da geht es um Val und um Parker, die wir natürlich aus den beiden anderen Teilen kennen. Und ich habe mich hier sehr auf den dritten Teil gefreut, weil ich einfach gehofft habe, dass es nochmal eine andere Perspektive der Geschichte zeigt. Und das Schöne war zu Beginn, dass wir definitiv einen Monat vor der eigentlichen Story sozusagen beginnen und sozusagen schon ganz viele Vorinfos bekommen. Ich habe das Buch aber leider abgebrochen und ja, werde jetzt wohl tatsächlich auch den vierten nicht mehr lesen. Das seht ihr jetzt dann aber in der jetzt kommenden Bücherwoche am Samstag, weil das jetzt in der letzten Woche abgebrochen habe. Ja, fand ich sehr schade, aber passiert manchmal. Dann habe ich bei Tauschticket einen King ertauscht, und zwar Albträume. Tatsächlich hier in dieser schönen Ausgabe auch wirklich noch einen guten Zustand. Ich bin ja kein großer Fan unbedingt dieser Heine-Ausgaben, aber ja, von daher umso schöner, dass sie jetzt so gut aussieht. Es sind einige Kurzgeschichten drin. Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. Sind das 20? Der Band versammelt 20 und eine Kurzgeschichte. Genau. Und ja, ich möchte im neuen Jahr auf jeden Fall mehr Kurzgeschichten wieder lesen. Mir hat ja besonders Zwischen Nacht und Dunkel unglaublich gut gefallen. Das waren ja 4 Novellen von King. Und ja, ich bin hier sehr gespannt, was hier drin ist. Ich weiß gar nicht, ob da was Bekanntes drin ist. Ob mir da was bekannt vorkommt, nein, ich glaube, so auf den ersten Blick nicht. Ich weiß nicht, Turnschuhe sagt mir, glaube ich, irgendwas, aber ich glaube sonst tatsächlich nicht. Ja, bin sehr gespannt, was mich erwartet, und freue mich auf diesen Stephen King-Wälzer. Auch als E-Book ist bei mir der Buchspazierer eingezogen von Carsten Henn, und hier hat mich natürlich der Titel angesprochen, das Cover angesprochen und dann auch der Klappentext. Denn es geht hier, ja, es geht in dem Buch um einen alten Buchhändler, um Karl, der bestellte Bücher jeden Abend zu Fuß zu seinen wenigen verbliebenen Kunden bringt. Und eines Tages tritt die 9-jährige Sascha in sein Leben und bringt alles durcheinander. Erst durch sie wird ihm wohl klar, dass er mit den richtigen Büchern die Leben seiner Kunden verbessern kann. Und wer wünscht sich nicht so einen Buchhändler, der genau weiß, was einem gerade gut tut und sogar die Bücher persönlich nach Hause bringt, finde ich wirklich toll. Und ich glaube, wenn man einfach Bücher liebt, dann wird dieses Buch definitiv was sein. Habe ich für Januar eingeplant und freue mich da schon sehr, das zu lesen. Dann habe ich getauscht mit der lieben Sarah. Wir haben so ein paar Bücher hin und her getauscht und ich habe mich für Eine Liebe auf Guernsey, ich hoffe, man spricht das so aus, von ja, Pippa Watson entschieden. Zum einen, es ist natürlich ein Hund auf dem Cover. Das hat mich natürlich direkt gehabt. Und es heißt so schön, 4 Pfoten, die andere lehren mit den Herzen zu sehen. Und ja, Kate ist hier auf der Kanalinsel Touristenführerin. Sie liebt es, Fremden die Schönheit ihrer Heimat nahe zu bringen. Und es könnte eigentlich alles so bleiben, doch dann als ihre Jugendliebe und ihr bester Freund Brian sie bittet, bei seiner Hochzeit Trauzeugin zu sein, steht ihr Leben Kopf, empfindet sie doch noch etwas für ihn. Und es erinnerte mich ein bisschen an den einen Film mit Julia Roberts, die Hochzeit meines besten Freundes. Und ich dachte, wenn das ansatzweise so unterhaltsam und schön und ist und vielleicht doch nicht das klassische Ende hier bereithält, aber ich ja, bin gespannt, auf welche Rolle der wunderbare Hund hier spielt. Und ja, danke da definitiv für den Tausch und freue mich dann auch auf dieses Buch. Dann habe ich bei der lieben Eileen einen Buchtipp gesehen, das ich richtig spannend fand, und zwar von Martin Schröder. Wann sind wir wirklich zufrieden? Und zwar sind das überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern und Geld. Und das ist eine Basis einer Langzeitstudie mit über 600.000 Befragungen. Und ich fand es mega interessant, was Eileen dazu erzählt hat. Und ja, habe das Buch dann dankenswerterweise auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Bin jetzt mega neugierig, das Buch definitiv noch im Dezember zu lesen, weil er hier angefangen hat, Mitte der 1980er Jahre eben 600.000 Mal Fragen gestellt hat, wann Menschen denn wirklich zufrieden sind. Und seine Ergebnisse sind wohl ganz anders, als man vermuten würde und als diverse Ratgeber uns weiß machen wollen. Und das heißt ja so schön, dieses Buch wird Sie erstaunen, vielleicht auch bestürzen und zum Lachen bringen. Und Sie erfahren ganz nebenbei, was ein zufriedenes Leben ausmacht. Ja, finde ich mega interessant, freue ich mich drauf, das zu entdecken. Und ja, nachdem Aline da auch so positiv von gesprochen hat, ja, war ich sehr happy, als es bei mir eingezogen ist. Und hier liegt ein Katzenball und den werfen wir mal kurz weg.
Ja, dann ist bei mir eingezogen Die Gabe des Winters von Mara Erbach. Ein Buch, das ich durch Subvoting entdeckt habe, jetzt vom Leseklub. Es war nämlich kein Buch von meinem Sub und ich es aber trotzdem so spannend fand, dass ich dachte, ja, das ist definitiv ein Buch, was du vielleicht im Januar, Februar liest. Das ist Fantasy und ich fand das einfach so, der Klappentext ganz toll klang und deswegen ist das Buch dann auch bei mir eingezogen. Natürlich haben wir hier so ein bisschen eine Liebesgeschichte drin, denn es heißt so zu Beginn schon, kann die Kraft ihrer Liebe den Schnee zum Schmelzen bringen? Aber ich glaube tatsächlich, dass das nichts in dieser verwerflichen Richtung zu tun hat, sondern es soll ein märchenhafter Roman sein, der auf magische Weise kalte Winterabende verzaubern wird. Und wir sind im eisweißen Wald von Aria und dort liegt das Dorf Pago und hier treffen wir auf Nuria und ihre Familie, die auf das Ende des ewigen Winters warten. Das kann ich sehr gut verstehen, denn seit dem großen Schnee haben alle Menschen auf rätselhafte Weise ihre magischen Kräfte verloren. Geblieben ist der Hunger sowie ein gefürchteter Herrscher, dessen Gemahlin verschwunden scheint und jene Legende über eine rettende Magie, die Gabe des Winters. Wer es schafft, die finstere Burg von Lord Tarik zu betreten, soll diese Kraft erhalten. Alle Männer Pagos scheitern, so sieht sich Nuria gezwungen, das Unmögliche zu wagen. Heimlich bricht sie auf in den froststarren Wald, wo der mächtige Fürst unerwartet ihren Weg kreuzt. Auge in Auge stellt sie fest, er ist gleichermaßen angsteinflößend wie auch verwirrend schön. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, es klingt schon so ein bisschen klassisch nach diesen Jugend-Fantasy-Büchern, wo natürlich der Böse und die Gute und eigentlich hat sie andere Sorgen, als sich jetzt zu verlieben. Ich hoffe aber, dass das eben keine solche Geschichte ist, weil das auch sehr gute Bewertungen bekommen hat und ja, mich hat es einfach angesprochen und ich dachte, das klingt perfekt für einen wunderbaren Winterabend. Dann sind zwei Jeffrey Archers bei mir als Hörbuch eingezogen, sind auch, glaube ich, beide am gleichen Tag erschienen. Zum einen ist es der zweite Teil der Warwick-Saga, Klang der Hoffnung. Das Buch habe ich auch schon gehört und ich mag den Stil von Jeffrey Archer einfach unglaublich gerne. Auch der Teil hat mich wieder sehr begeistert, hat nur sehr lange gedauert, bis jetzt vom ersten zum zweiten Band es erschienen ist. Ich glaube, der erste ist im September 19 erschienen und der zweite jetzt erst im November. Also es hat schon eine ganz schöne Weile gedauert. Es sind, glaube ich, 7 Bände geplant. Ja, da muss man dann einfach mal so ein bisschen überlegen. Wartet man nicht einfach jetzt die restlichen ab und hört es dann in einem weg, aber dann denke ich mir, hat man jetzt auch 5 Jahre irgendwie. Aber ja, da mal sehen. Und dann ist der Kurzgeschichtenband eingezogen. Der Himmel auf Erden beinhaltet 15 Kurzgeschichten. Und da war wirklich alles dabei. Von, hat mir nicht gefallen, bis hin, ich glaube, zu 3 oder 4 Highlight-Geschichten, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Und ja, Kurzgeschichten sind natürlich immer sehr kritisch. Ich habe das ja auch bei King sehr häufig, dass manche mich unterhalten können. Bei anderen denke ich mir, nein, dem Autor liegt es doch, wenn er einfach ausholen kann. Und so ist es, glaube ich, auch einfach bei Archer. Der, wenn eben ein Leben beschreiben kann, das irgendwie über 50 Jahre geht, da ist keine Seite irgendwie langweilig oder zu viel oder nur wenige Seiten. Aber bei Kurzgeschichten ist natürlich immer die Kunst, das eben in kurz zu machen. Aber kann ich empfehlen, wer vielleicht auch einfach mal sich ein bisschen in den Stil von Archer, wenn er sich das anschauen möchte, da einfach mal reinzulesen. Und wenn es hier faucht und knurrt, die Katzen spielen gemeinsam mit einem Ball und ich glaube, die sind sich noch nicht ganz schlüssig, wer ihn jetzt eigentlich töten darf, den bösen, bösen Ball. Und dann habe ich mich sehr gefreut über 2 Bücher, die bei mir eingezogen sind und direkt auch gleich Band 1 und Band 2 und ich habe mich echt mega gefreut. Und zwar ist von Thomas Thiemeier ist die World Runner Reihe bei mir eingezogen und zwar Band 1, die habe ich jetzt, das ist Band 2, die Gejagten und die Jäger ist Band 1 und beide sind mir vom Arena Verlag zur Verfügung gestellt geworden. Ich habe mich mega, mega drüber gefreut. Es ist nämlich auch eine ganz wunderbare Karte vom Arena Verlag mitgekommen und ich freue mich. Die liebe Anka hat sehr geschwärmt von den Büchern und ich bin total gespannt. Klingt super, super spannend, denn die Runner spielen das aufregendste Spiel der Welt. Auf der Jagd nach geheimen Schätzen sind sie bereit, alles zu geben, denn der Sieg wird sie zu Helden machen. Und wir haben hier Tim, der ist eben Runner aus Leidenschaft und er darf irgendwann für den mysteriösen Medienkonzern Global Games bekommt er eine Einladung und er zögert keine Sekunde, die Challenge anzunehmen. Es gibt nämlich 7 Claims, wurden an 7 verborgenen Orten in Deutschland versteckt. 100 Jugendliche gehen ins Rennen, alle mit nur einem Ziel zu gewinnen.
Doch bald merkt Tim, dass er das ohne Hilfe nicht schaffen kann und er trifft dann eben auch auf Verbündete. Doch kann er ihnen trauen und ja, klingt natürlich so ein bisschen, ja, vielleicht wie Panem, nur freiwillig. Und wir haben hier eben auch so ein bisschen, ja, Spiele, was so ein bisschen an Warcross erinnert oder anmuten lässt von Mary Lou. Und ich mag sowas super gerne und bin total neugierig auf die beiden Bücher und bin auch tatsächlich happy, dass beide Bücher schon hier sind. Denn sollte mich da das Lesefieber sozusagen packen, kann ich direkt weiterlesen. Und ja, bin da wirklich sehr happy, dass die bei mir eingezogen sind. Dann ist als E-Book von Talia Hibbert Kissing Chloe Brown bei mir eingezogen. Ein Buch, das im englischsprachigen Booktube, zumindest bei den Handvoll, die ich schaue, auf jeden Fall schon besprochen wurde, sehr begeistert besprochen wurde. Es ist ja, glaube ich, eine Dialogie und geht um die beiden Schwestern. Und klingt nach einer irgendwie verrückten Geschichte, ja, nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern auch so ein bisschen eine Lebensstory, die mich sehr angesprochen hat. Der Klappentext, ja, macht's auch schon mega, mega spannend, denn Chloe Brown ist chronisch krank. Nachdem sie fast von einem Auto überfahren wurde, fasst sie den Entschluss, sich von ihren Beschwerden nicht mehr einschränken zu lassen. Sie will das Leben in vollen Zügen genießen. Inklusive Kätzchen von Bäumen retten, unfreundlichen Nachbarn Tee in den Briefkasten schütten und auch mal eine unverbindliche Affäre eingehen. Doch Chloe merkt schnell, dass es nicht leicht ist, über den eigenen Schatten zu springen. Was sie braucht, ist ein Lehrer. Und das klingt schon nach einer sehr unterhaltsamen Story und ich hoffe, dass es nicht zu Klischee und plump geschrieben ist, sondern dass es so diesen gewissen Kick hat und das habe ich zumindest bei den Rezensionen und Meinungen, die ich so gesehen und gelesen habe, so empfunden und bin sehr happy, ja, dann auch dieses Buch zu lesen. Dann ist eingezogen Die Mächte der Moria Teil 1 von Zoraida Cordova. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ich habe dieses Buch gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo. Ich vermute auf Instagram. Und habe dann geschaut und dachte mir, Mensch, 4,99, das ist wirklich ein guter Preis für ein Verlags-E-Book. Das holst du dir am nächsten Tag. Und dann war ich am nächsten Tag, ich habe keinen Screenshot gemacht, nichts. Das ist echt ein Fehler. Und dachte, ach, es klang aber so, so, so toll. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und irgendwann, 3 Tage später, ist mir dieses Buch wieder über den Weg gelaufen und dann habe ich es mir auch direkt für die 4,99 geholt, was ich wirklich einen guten E-Book-Preis finde, auch für ein Verlags-E-Book und wirklich sage, ja, da greife ich gerne zu. Ich glaube, das Chloe Brown E-Book hat auch nur 4,99 gekostet. Also auch da kann ich sagen, da kann man durchaus mal zugreifen. Es wird eine Dilogie sein und es wird den Sarah J. Maas Fans empfohlen. Also glaube ich schon, dass es sehr rasant ist, dass es tolle Fantasy ist. Vielleicht so mit einer Spur Liebe, keine Ahnung. Ich habe ja noch nie, doch, ich habe schon was von Sarah J. Maas gelesen. Das Reich der 7 Höfe, glaube ich, habe ich angefangen. Ja, aber tatsächlich nicht weitergelesen, weil es nicht ganz meins war. Aber hier, finde ich, klingt es auf jeden Fall toll. Und ich als alter Herr-der-Ringe-Fan denke mein Moria natürlich an Zwerge. Und ja, Renata besitzt die am meisten gefürchtete Gabe der magischen Moria. Sie kann Erinnerungen stehlen. Als Kind wurde sie deshalb an den Hof des Königs gebracht, um politische Gegner auszuschalten. Jetzt kämpft sie selbst in den Reihen der Rebellen gegen die Krone. Kann Renata sich von der Schuld ihrer Vergangenheit befreien? Als der Anführer der Moria und Renatas geliebter Des vom Prinzen entführt wird, muss sie an den Hof zurückkehren und Des Mission beenden. Doch je tiefer sie dort in die Machenschaften verstrickt wird, desto mehr erfährt sie über ihre eigene Vergangenheit und deckt ein Geheimnis auf, mit dem sie das Schicksal des Königreichs verändern kann. Wir haben hier ein historisches Setting, eine Prise Romantik und ganz viel Magie und dann heißt es, dieses Fantasy-Epos wird dich in seinen Bann ziehen und darauf hoffe ich tatsächlich, weil es klingt tatsächlich richtig, richtig toll. Das neue Buch von Samantha Shannon konnte mich ja total begeistern. Der Orden des geheimen Baumes, die Magierin, war für mich ja wirklich Fantasy, wie ich es liebe, toll erzählt, bildhaft, episch, richtig, richtig toll. Und schon so kurz so im letzten Drittel habe ich gesagt, ja, du wirst dieses Buch unbedingt weiterlesen, denn im Englischen ist es ja an und für sich ein Einzelband, im Deutschen wurde es gesplittet. Und so habe ich mir dann den zweiten Teil als E-Book geholt. Der erste Teil liegt ja, ihr seht es sogar, hier oben und reicht im Grunde auch als Vertreter der Reihe, aber die Bücher sehen natürlich schon schön aus. Aber ja, der zweite Band wurde von mir besorgt und ich fand diese Welt einfach unglaublich toll, sehr gelungen. Wir haben starke Frauencharaktere, wir sind in einer Fantasy-Welt, wo es auch Drachen gibt und andere mythische Wesen und ich hatte einfach großen, großen Spaß an diesen vielen Parallelerzählungen, dass wir auch einfach so einen Konflikt haben von Ost und West.
Auch was die Drachen angeht, auf der einen Seite sind sie gut, auf der anderen Seite werden sie als Monster abgestempelt und sind böse und werden gejagt. Also faszinierend, auch was eben so Glaube macht und Erziehung macht und wie Erinnerungen eben auch durchaus die Zukunft verändern. Also ja, fand ich toll, hat mir unglaublich gut gefallen. Dann ist endlich der zweite Teil der Casa Dim-Reihe bei mir eingezogen, Jenseits der schwarzen Treppe von Julia Dippel. Ich habe ja den ersten Teil im Februar oder März, glaube ich, gelesen und geliebt und habe jetzt so dem zweiten Teil entgegengefiebert und ich werde den jetzt ganz zeitnah lesen, wenn nicht vielleicht jetzt sogar, wenn ich das hier, könnte ich sogar, wenn ihr das erzählt, angefangen haben. Und ich freue mich da mega drauf. Es war Fantasy, die großes Kino waren. Wir haben eine Protagonistin, die anders alte, die jedes Alter genauso oft erlebt, wie alt sie ist. Also wenn sie 3 wird, wird sie 3x3, 4 wird sie 4x4. Und sie ist 60 und 16 und ist, glaube ich, irgendwie 80, 60. Ich habe es nicht mehr hochgerechnet. Und ja, sie lebt mit ihren Geschwistern und zusammen. Und die Eltern, ja, haben irgendwie ein Geheimnis vor der Familie. Und sie kann aber Gedanken beeinflussen, beziehungsweise sich dieser Gedankenkontrolle ihre Eltern im Grunde widersetzen und dann gibt es eben einen Angriff auf die Wohnung, auf das Haus und es ist ein Gefangener im Keller und wir kommen dann mit den Geschwistern und ihr eben in ein wunderbares Reich, in das Reich Casa Dim und ja, es gab ja im ersten Teil so ein, zwei Dinge, die, obwohl es ein Highlight war, ich doch ein bisschen kritisch fand und ich bin mega gespannt, wie was jetzt der zweite Teil bereithält und freue mich da definitiv auf das Buch. Wir nähern uns dem Ende mit dem vorletzten Buch und zwar hat die liebe Anka von Ankas Geblubber ja, mit einer Buchhandlung zusammen ein ja, Blind Book King gemacht. Ich habe jetzt den Namen tatsächlich verdrängt. Und hat eines ihrer Jahreshighlights vorgestellt, was auch den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen hat. Und ich kann mich erinnern, dass das ein Highlight aus ihrem ersten halben Jahr war und ich es damals schon super spannend fand. Und zwar ist es Wer ist Edward Moon von Sarah Crossan. Und jetzt gab es eben ja im Grunde die Zusammenarbeit, Kooperation zwischen Anka und der Buchhandlung und auch dem Verlag. Und es sind einige Bücher bereitgestellt worden, die man natürlich zum regulären Preis erwerben konnte. Und ich hatte so eine Vermutung, dass das eben das Buch sein wird, was Anka hier zeigt. Und es gibt dazu einen ganz tollen Gruß von Anka und auch nochmal so eine Karte. Es war auch eine kleine Murmel dabei als Geschenk, was eben den Mond darstellt und die Murmel leuchtet auch im Dunkeln. Und ja, ich habe mir das direkt am nächsten Tag bestellt. Ja, ich glaube Sonntag kam das Video, Montag bestellt, Dienstag war schon da und ich freue mich sehr. Also ich bin mega, mega gespannt darauf, denn ich glaube, sie hat es schon sehr verändert sozusagen zurückgelassen, also das Buch Anka. Joey hat seinen Bruder seit 10 Jahren nicht gesehen und das aus einem schlimmen Grund. Ed sitzt in der Todeszelle, doch nun wurde Eds Hinrichtungsdatum festgelegt und Joey ist wild entschlossen, diese letzten Wochen mit seinem Bruder zu verbringen, egal was andere denken. Erschütternd, jeder Leser, der ein Herz hat, wird eimerweise Tränen vergießen. Sie glauben, ich hätte jemanden verletzt, habe ich aber nicht. Hörst du? Weil die werden dir eine Menge Lügen erzählen. Du musst die Wahrheit erkennen. Und ja, wurde wie gesagt auch ausgezeichnet und ich bin mega gespannt darauf. Also ich glaube schon, dass das ganz viel mit einem macht, dass es sehr viele Emotionen freisetzt und ich glaube, dass das durchaus was Gutes ist. Also ich bin ja durchaus auch ein Freund von Büchern ohne Happy End und ich bin mega gespannt auf Edward Moon und ja, freue mich auf das Buch, weil eben auch Anka so ganz wunderbar davon geschwärmt hat. Und das letzte Buch ist auch schon gelesen von mir und zwar der dritte Teil der Hexfiles von Helen Harper, Verhexte Nächte. Und diese Reihe hat mich ja wirklich absolut begeistert und unterhalten. Und wir haben hier eine Hexe, Ivy, die in unserer Welt lebt, die keinen Bock hat auf diese magische Welt, auf den magischen Orten und die ja einfach nur Taxifahrten machen möchte und abends ihre Füße hochlegen möchte und chillen will, die eine Katze hat, die sprechen kann. Und ja, im ersten Teil wird sie ja dann an einen ja, Magier des Ordens gebunden, magisch an Winter. An Raphael Winter und die müssen einen Fall lösen und das, ja, der Fall wird dann im Grunde ja auch Teil dann noch in dem zweiten und es führt jetzt auch in den dritten Teil und ich liebe diese Reihe, ich liebe den Humor, ich mag es, wie wir
hier die Fälle lösen, wie Magie eingestreut wird, wie aber auch wir einfach Sarkasmus haben, trockenen Humor, einfach auch so eine rebellische Ader in Ivy und natürlich auch ein bisschen eine Liebesgeschichte, aber wir lösen eben auch Fälle so ein bisschen leichter, cozy Krimi, könnte man wahrscheinlich dazu sagen. Also mir hat diese Reihe unglaublichen Spaß gemacht und die gibt es allerdings nur als E-Book. Ich glaube, die gibt es gar nicht als Print, was ich sehr schade finde, weil ich mir die definitiv ins Regal stellen wollen würde. Ich weiß, dass es sie auch als Hörbuch gibt, also man kann sie auch hören. Wer da vielleicht Lust hat, der kann sich das einfach mal anschauen. Ich finde die Reihe wirklich großartig. Und das waren sie jetzt auch, die 19 Bücher, lange genug gequatscht. Ja, einige schon gelesen, anderes noch auf dem Sub. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Ich freue mich auf jedes einzelne Buch, was bei mir eingezogen ist. Und ja, bin sehr gespannt, was bei euch eingezogen ist. Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielleicht ist ja auch ein Buch gemeinsam bei uns eingezogen, dann fände ich das auch sehr, sehr spannend. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox, auch welches Buch Rezensionsexemplar war und so weiter. Schaut da gerne vorbei, auch allerhand andere Dinge findet ihr hier unten. Werft einfach mal einen Blick rein. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.